Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie schön, Sie alle zu sehen. Und wie schön, dass wir über ein wichtiges Thema hier reden können. Und ehrlich gesagt auch über ein Thema, was leider deutlich macht, was offensichtlich das Motto der Rentenpolitik dieser Koalition ist. Nämlich das Motto ist offenbar, wir stehlen uns aus der Verantwortung. Sie haben sich aus der Verantwortung gestohlen. Sie haben sich aus der Verantwortung gestohlen, das Problem mit der Doppelbesteuerung rechtzeitig zu lösen. Denn halten wir noch mal fest, was der Bundesfinanzhof gesagt hat. Er hat gesagt, in den nächsten Jahren wird es sicher zu Doppelbesteuerungstatbeständen kommen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Stand heute delegieren Sie diese Verantwortung an die Bürgerinnen und Bürger ab. Die sollen dann irgendwann künftig nachweisen, dass es individuell Doppelbesteuerung gegeben hat. Wie stellen Sie sich das denn vor? Sollen die ihr ganzes Erwerbsleben ihre Steuerbescheide aufbewahren? Was ist das denn für ein Aktensammlungs-Anti-Digitalisierungsprogramm? Es ist vor allem eine Frechheit, weil es die Aufgabe der Koalition, der Bundesregierung wäre, das sicherzustellen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Und dieses Stehlen aus der Verantwortung erleben wir auch bei einem zweiten Bereich, nämlich bei der Doppelverbeitragung. Auch heute haben wir immer noch die Konstellation, dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die doppelt Beiträge auf Krankenversicherungsbeiträge, auf bestimmte Konstellationen von betrieblicher und privater Vorsorge zahlen müssen. Und da stehen Sie auch auf dem Standpunkt, ja. Es ist doch deren Verantwortung, dass sie genau das gemacht haben, wozu die Politik sie aufgefordert hat vor vielen Jahren. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, das geht so nicht. Und man kann, ungewohnter Applaus von der linken Seite, lieber Matthias Birkwald, freue ich mich, dass ich das auch mal erleben darf. Aber man kann, finde ich, nicht in dieser Woche über Rentenpolitik und Olaf Scholz, also den Bundesfinanzminister, reden, ohne kurz auch darüber zu reden, an welcher anderen Stelle Sie sich noch offenbar aus der Verantwortung stehlen wollen. Denn wir haben etwas sehr Interessantes erlebt. Der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hat diese Woche schwarz auf weiß noch einmal etwas bestätigt, was jeder, der sich mit Rentenpolitik und Finanzpolitik in diesem Haus beschäftigt, eigentlich leider weiß, aber offensichtlich in der öffentlichen Debatte mitunter untergeht. Nämlich, Sie haben in der Koalition in den letzten Jahren nicht nur unser Rentensystem auf die kommenden Jahre nicht vorbereitet, sondern Sie haben sogar aktiv die finanziellen Fundamente untergraben. Und das ist unverantwortlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Genauso unverantwortlich finde ich aber, und das sage ich ganz bewusst, benutze das Wort auch bewusst, wie Sie damit umgegangen sind. Die rentenpolitischen Maßnahmen der letzten Jahre haben ein Dilemma geschaffen. Auswege aus diesem Dilemma müssen gefunden werden. Ich zitiere aus dem Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats. Das heißt, Sie haben selber aktiv zu diesem Dilemma geführt. Und was sagt der Bundesfinanzminister? Wo wir uns doch eigentlich einig sein müssen, hört auf die Wissenschaft, listen to the science. Beim Klima, bei Corona, aber eben auch bei der Rente. Der Bundesfinanzminister sagt allen Ernstes, da haben die Experten offenbar falsch gerechnet. Er freue sich auf die Diskussion mit echten Experten. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer in diesem wissenschaftlichen Beirat dieser, Ihrer Bundesregierung sitzt, das sind übrigens Wissenschaftler, die Hubertus Heil selber in seine Rentenkommission berufen hat. Und wenn diese unzweifelhaft natürlich kompetenten Experten dann ein solches Gutachten aussprechen, was machen Sie? Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz lässt sich mit waschechter Wissenschaftsfeindlichkeit zitieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, solche Methoden kennen wir sonst von anderen. Das sind, man muss es so hart sagen, Methoden von Populisten. Und das finde ich unverantwortlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ist aber die Wahrheit, lieber Kollege Matthias Birkwald. Sie wirken wie jemand, der aktiv keine stabilen Fundamente gebaut hat und dann auf die Geologen schimpft, wenn die von einem bevorstehenden Erdbeben warnen. Das ist doch keine zukunftsgerechte Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Viel besser sieht es allerdings bei den Kolleginnen und Kollegen von der Union nicht aus. Denn Sie haben diese Politik ja mit zu verantworten. Das ist der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Wo war eigentlich der sogenannte Wirtschaftsflügel der Union in den letzten Jahren bei dieser Rentenpolitik? Sie haben immer zugestimmt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Pfeil schießt auch auf Sie von den Grünen. Denn Sie wollen am kommenden Wochenende beschließen, genau diese unverantwortliche Rentenpolitik fortzusetzen in den nächsten Jahren. Das ist unverantwortlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um das noch mal ganz klar für die Freien Demokraten zu sagen, wir halten eine Erhöhung des Renteneintrittsalters für falsch. Sollen nicht alle länger arbeiten, sondern wir brauchen endlich einen flexiblen Renteneintritt, wie uns die Skandinavier das vormachen. Aber wenn man nicht will, dass alle länger
länger arbeiten müssen, wenn man nicht will, dass der Beitragssatz explodiert, wenn man nicht will, dass die Steuerzuschüsse explodieren, dann muss man die Rente reformieren. Wir haben dafür ein Konzept vorgelegt, nennt sich gesetzliche Aktienrente. Ich bin gespannt, was von Ihnen kommt und was wir da in den nächsten Monaten noch im Wahlkampf diskutieren werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Wort hat der Kollege Sebastian Brehm für die CDU-CSU-Fraktion.